Herzlich willkommen zu meiner Folge hier auf dem Marsch. Ja, bin ich gerade über den Graben geflogen, ne? Und macht ja nichts, ne? Ich war abgelenkt. Ja, wir machen jetzt weiter mit Mais. Der Hopfen ist auch wieder voll. Nebenbei wird noch fleißig die Aussaat betrieben. Die Aussaat mit Weizen auf Feld Nummer 44, wo mal Gras war. Da kommt jetzt Weizen rauf, aufgrund der Fruchtfolge. Und wir haben nächstes Jahr gleich Weizen für unsere zukünftige Brauerei. Wir haben zwar was im Lager, aber so haben wir ein bisschen Sicherheiten, dass was noch kommt. So, wir gehen gleich wieder. Ja, Hopfen ist im Grunde voll. Das machen wir gleich. Und der ist fleißig bei. Und der fährt schon eine zweite Runde. Das passt eh. Natürlich recht günstig, dass man eine aber ich komme damit nicht ganz so recht klar, muss ich mir wird so nichts, wenn wir hinten ranfahren, mal eine kleine Runde drehen, ne? Und sonst ich möchte ja gerne den hinteren Hänger voll machen, falls er mal irgendwann meint, muss in der zweiten Reihe fahren, das kann natürlich sein, irgendwann, ne? Dass er dadurch dann beim ersten ausladen kann. So können wir gleich, ne, so ungünstig. Und mal schauen, ob wir da jetzt hinkriegen. So weit weg. Ja, haben wir mal hingekriegt. Das sah erstmal nicht so aus. So, dann kann er weiterarbeiten. Jetzt trinken wir noch ein bisschen Cappuccino. Und wünsche allen einen schönen Sonntag heute. Ne, allen schon mal Dank fürs Reinschauen. Und fürs Liken ab und zu mal. Und auch fürs Abonnieren. Vielleicht finden Sie noch einen anderen, der noch abonnieren möchte. Keine Verpflichtungen, keine Kosten. Ja, einfach so, ne? Keine. Ja. Keine Vorteile für mich und kein Nachteil für mich, aber das ist einfach eine schöne Geste. So, wir machen weiter mit Mais. Du musst ja ein Traktor hier. Wir starten. So, ich hoffe mal, die Musik ist nicht so laut und dass wir auch den Sound der Traktoren hören. Das ist immer das größte Problem dabei. Und alles andere, das geht. Das Gleichgewicht zu halten, also dass das einigermaßen alles gut zu hören ist. Ne? Also ich bin gut zu hören, denke ich mal. Ich schlage gut aus. Der Pegel, ne? Meine ich jetzt. Ne? Und der Ton ist, naja, er darf nicht so laut sein, sag mal so. Aber auch nicht so leise. Das ist ja das Problem. Musik soll zu hören sein und natürlich Maschinen. Dann ist ein bisschen lauter, um gleich zu hören, ne? Aber das ist halt so, ne? Ist bei mir auch so. Alle. Ja, laut nicht. Jo. Kriegen wir nicht voll, weil wir wenden. Aber wir haben hier noch pflügen müssen hier und dann können wir Raps auch sehen.
Dann sehen wir Raps aus. So, wir erinnern sich, ne? Bisschen schwieriger zu machen. Beziehungsweise fast unmöglich. Aber ich nie weiß, wann er arbeitet, wann nicht. So, wir erinnern sich, ne? So ist die Erde, ne? Aber man muss dazu sagen, die können ja auch entsprechend besser justieren, sagen wir so, dass man einen Spiegel separat hat, extra für einen Anhänger zum Beispiel. Man kann sich ja einbauen, ne? Oh, wir sind voll, ne? Ab zur BGH. Zu unserem schönen Silo. Das leider ist er nicht dicht. Das ist ja typisch hier in Laden, das ist nur zuerst, man nutzt all nichts. Also. Das meinte ich mit erst hinten voll machen. Jetzt haben wir Platz für vorne. Oh, 63 Tonnen. Aber die Mod aktiviert wieder realistische Gewichte. Das kann natürlich sein. Man 63 Tonnen, wenn die sich mal bewegen, dann ist schon gewaltig. Ja, das kannst du kaum noch lenken. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir vorne entsprechend so stehen, dass wir. Deswegen meinte ich mit vorne, wo man kann auch die andere Richtung fahren. Jetzt können wir ein bisschen zurückfahren, weil der verteilt sich automatisch. Wenn er ihn leer kriegt, ansonsten muss er auf Stehplatte stehen und wartet, bis er ich was mache. So, da haben wir ihn ja schon. Das machen wir ja von außen, das sieht bin besser. Timer läuft, ja. Seid ihr da? Ja, ist aber cool, aber gut, man muss ja nicht kopieren, ne? Ist so einfach, man ist ja irgendwo auch, man nimmt sich ja was an, ne? Und dafür ist er ein bisschen schwach, muss man dazu sagen, ne? Also für oben drauf fahren ist der, und schon hängen wir fest. Da werden wir gleich abhängen. Und jetzt werden wir den anderen nehmen, ne? Den großen hier. Rollen wir an. Und dann schauen wir, das Gewicht lassen wir dran hinten. Muss ja trotzdem gehen. Ausgezogen bekommen. Das ist ja das Problem, wenn zum Beispiel sagt der Hängerlei ab hier. Wir müssen aber vorne hochheben, das ist einfach besser. Sonst schiebt er mir so viel raus. Im Grunde unten festgemacht und auch die Wohlgewicht dran ist. Und das passt mir. Ist mir recht. Das sieht da doch schön, ne? Aber jetzt hat er ein Problem.
Weil er jetzt im Grunde im verkehrten Punkt angebunden hat. Na gut, das wird nicht bringen. An dem Ding wird er das Gewicht abbauen. Das ist auch das Gewicht gewesen, was wir kaufen mussten. So. Und das bringt ja nichts, wenn er vorne so hoch springt. Ne? Das hat auch schon geschoben. Der muss dann an sich woanders anbauen. Ja, macht das auch dahin. Aber wir müssen das sowieso den Traktor jetzt machen, weil wir kommen ja einfach nicht hoch. Schon wieder entlang werden. Ja, dann müssen wir das immer tun, ne? Wir müssen ja hiermit fertig werden, das ist ja all nichts. Dann können wir gleich einen zweiten Anhänger nehmen. Dann ist ja auch fast voll. Aber wir haben noch ein bisschen Platz. So, gut. Kann er weitermachen. Ja, die Aussaat geht auch zügig voran. Hat er noch genug da? Jo. Hat er. Hauptsache, da haben schon zwei gesammelt, das passt. Da werden wir ganz kurz eingreifen. Gut, dann wollen wir zurückfahren und dann laden wir den auf, ne? Weil so haben wir das gleich noch nicht entsorgt, aber halt verwertet. Anführungszeichen. Denn die wollen ja das auch mal vom Acker runter haben, ne? Denn das könnte auch sein, dass er irgendwann mal eine Kurve stört. Das wäre äußerst unschön. So, haben wir eine alte Spur rein. Die Maschine war angemacht schon wieder, aber das macht nichts. Das geht ja so näher. Das war das vergessen. 3 Meter. Oder 4 oder 2, keine Ahnung. Das geht nicht. Das können wir nicht erlauben. Da müssen wir schon mitmachen hier. Denn sonst haben wir, naja, Problem nicht, aber ist ärgerlich halt, ne? Einer was fehlt. So. Hopfen 50%. Nur Gas geben. Ja, aber das Allrad, ne? Und der hat mehr Leistung. Das merkt man schon in der Geschwindigkeit. Er hat zwar nicht mehr wie 53, aber er hat die Haltestelle erreicht, ne? Und hat eine höhere Wenderadius. Und da müssen wir mal ganz kurz Tempomat einstellen, das heißt runter auf 10 km/h. Einstellen und jetzt geht es hoch auf 10. Dann brauchen wir nicht auf Gas drücken und so, ne? Kriegen wir einen Krampf. Wirkt nicht, wer will das schon, ne? So, Ton passt.
Muss ich mir anschreiben, muss ich nur nicht vergessen. Meist vergesst der dabei. Ich weiß nur, bei den Silos allgemein gibt es Probleme. Liegt wahrscheinlich daran, dass an Giants, keine Ahnung. Wir ziehen zu schnell. Da der eine Traktor. Müssen wir erst einen Gang reinlegen, ersten, ne? Dann geht er los. Oder sind zu weit weg, das kann auch sein. Dach Gustav, bin da. Na, ist einer hier voll? Ja gut, das ist halt so, ne? Will mal ganz kurz rüber. Springen haben wir so schön, ne? Mal ist das schön, dass er so schnell voll ist, ne? Dann müssen wir aber zum Lager fahren, ne? Also das war bald voll, ne? Und gut, dass wir den LKW genommen haben. So, mal kurz ranfahren noch, ne? Gucken, ob alles passt. Fahren wir zurück. So, liebe Schauer, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und wegen Winke. Ciao, ciao. Ja, morgen oder heute gibt es noch eine Folge. Dann sind wir für die Woche wieder fertig. Tschüss.